Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Ich ändere jetzt erstmal meinen Partner, weil wer weiß nicht, ob jedenfalls ein neuer Gegner kommt. Blooper, meine Revanche ist hier. Hier muss ich tatsächlich noch masken. Das ist ein Sub-Blooper. Er ist elektrisch aufgeladen. Maximale KP 50, Angriffskraft 4, Verteidigung gleich 0. Ein Hinweis, wenn er Elektrizität abgibt, dann ist es ratsam, den Kontakt mit ihm zu vermeiden. Wenn du ihn verletzt, während er Elektrizität abgibt, wird er wieder normal. Benutze besten einen Partner dafür. Deine Angriffskraft steigt im aufgeladenen Zustand auf 6. Wir sollten vorsichtig sein. Was meinst du? Also aktuell kann ich ja einfach so drauf springen. Jetzt ist er klitzeklein. Und zwar schauen geht ja. Aber ich mach mal den normalen Sprung. Macht halt eben kaum Schaden. Oh, mit denen kann man ja richtig Schaden machen. Er lädt sich noch nicht auf. Dann machen wir doch mal einen Powersprung. Ich möchte einfach nicht tauschen, weil ich mir denke, es lohnt sich nicht. Jetzt wird der elektrisch aufgeladen. Tut mir leid, aber du musst dran glauben. Für eine Runde bewegungsunfähig, das geht ja. Mach schon guten Schaden. Der hingegen auch, wenn ich nicht blocke. Okay, wir kriegen's hin. Es tut mir leid, Gumbario. Sind wir auch wirklich stark für den? Nochmal Powersprung. Mal wir kriegen's hin. Aua. Ja doch, wir kriegen es hin. Locker flockig. Okay, ich nutze das mal kurz, um mich aufzuheilen. Dann kann Gubario mal bitte Kopfnuss machen. Okay, das kriegen wir hin. In 3 Runden. Doch. Jetzt bin ich mir jetzt. Ich weiß nicht, wie ich den blocken soll. Doch, das kriegen wir hin. Wenn er sich nicht ewig extrem aufladen würde. Schon ein bisschen nervig, ne? Ja, doch, noch. Komm, mach mal doch mal den Sprung hier. Dann macht er jetzt erstmal für 2 Runden nicht allzu viel Schaden. Wenn ich blocken würde. Okay, in der nächsten Runde ist erledigt. Danke, Verteidigung.
Okay, dann kann jeder nochmal draufschlagen. Mehr Erfahrungspunkte hätte ich aber mehr gefühlt. Immer nur so minimal. Was sind das denn für Röhren? Ach, Shortcuts, das ist doch praktisch. Habe ich eh nicht noch Briefe zum Abgeben? Für Merlon, für Morty, für Gumbaba. Okay. Dann einmal Paracarry. Hallöchen, Mario, wie geht es dir? Du bist Gumpapa, stimmt's? Mein Name ist Paracarry, ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe eine Sendung für dich. Im Moment bitte. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Hey, danke. Sehr verbunden, Herr Post-Oberpräsident. Oh, gute Nachrichten. Fischen ist mein Hobby und ein Freund schreibt mir, dass er eine Angeltour plant. Ich kann es kaum erwarten. Oh, es tut mir leid, dich mit Arbeit zu überschütten, aber könnte ich dir wohl einen Brief anvertrauen? Wenn es irgendwie im Bereich des Möglichen liegt, dann bring ihn doch zu einem Tod namens Mufti. Er hängt irgendwo in der Nähe des Palastgartens herum. Ich würde das sehr zu schätzen wissen. Okay, dann gehe ich mich aber kurz mal heilen. Weil wir haben ja schon ein bisschen Schaden genommen. Hast du gut geschlafen? Pass gut auf dich auf. Habe ich in der Tat. Okay, dann wird es wahrscheinlich auch noch eine Röhre zu Todd, zu Uppaheim geben. Dann können wir dort auch den anderen Brief abgeben. Mit etwas Glück ist es die zweite Röhre. Hallo? Merci beaucoup. Okay, für wen ist denn der zweite Brief? Morty. Oh, wenn ich wüsste, ob der ist. Bist du Morty? Hm. Ist das vielleicht der Dude mit dem Radio? Postbote Mario zur Stelle. Bist du Morty? Scheinbar nicht. Ich denke mal, das wird kein so random Opa sein. Du bist die Frau von Archäologe. Du hast aber zufällig nicht Morty, ne? Ich glaube auch nicht, dass es der Opa ist. Bist du Morty? Nein, du bist auch nicht Morty. Bist du Morty? Kurios. Das stand doch für Morty im Uppaheim, oder? Genau. Ist es doch der alte Knacker? Ich hätte eben nochmal mitteilen. Vielleicht hier noch jemand?
Hätte ja sein können. Hallo, Empfänger vermisst. Unbekannt verzogen. Vielleicht einer von euch, Morty? Kurios. Okay, du bist schon bei uns, Morty. Dann keine Ahnung, wo der Brief hingehört. Ich gehe weiter. Ich werde ihn schon noch irgendwo finden. Aber erstmal erkunde ich weiter die Röhre. Hallo? Mal zu Hause? Was bist du denn? Riesige Überraschung für alle Gegner. Angriffskraft 4. Dann weg mit dem Ei. Moment mit den Ei, kann ich eigentlich. Ich wollte eigentlich was aber Schaden nehmen, wenn ich da runterspringe. Hm? Dum dum dum. Kann da weiter und hier weiter. Dann gehe ich erstmal nach links. Oh Gott, ein neuer Gegner. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Und doch keine neue Gegner. Dann einmal Erdbeben. Okay, das war jetzt nicht die beste Wahl. Und mit einem Erdbeben sind eher alle weg. Glaube ich, oder? Wie viele Lebenspunkte hast du denn noch? Okay. Doch nicht alle. Warte mal, dann wechsle ich mal hier auf Opa. Und dann einmal Panzerstoß. Ich will so Hallo sagen, Katze. Hm? Bald kommt Level Up. Ach Mist. Warte mal, Powersprung. Du bist ein neuer Gegner. So, einer ist schon mal besiegt. Aua. Ah, es kommt eh gleich ein Level ab. Deswegen kann ich ja voll auf die Latz kommen. Dum, 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 dum. Und noch nicht ganz. Wirrwarr. Okay. Brauche ich nicht. Hier kann ich aber auch hochspringen. Für eine Truhe. Power Hauer Orden. Mario trifft einen Gegner mit voller Kraft. Wollte eh mit nächsten Level wieder Orden holen. Denk mal, wir sind gut von Leben und PP ausgestattet. Dann gehe ich immer hier runter.
War der nur vor dem Feuer der Fälle? Und bitte runter. Ich schaffe es nicht, die Gegner einfach so zu blocken. Okay, das ist jetzt blöd. Ja, ja, kaum Schaden machen. Weißt du was? Einmal aufladen. Na gut, ich krieg ja eh kaum Schaden aus von daher. Dann setze ich jetzt einfach so, mach mal ein. Macht 4 Schaden. Oh, das ist sehr praktisch. Bessere Verteidigung wäre auch ganz nice. Mann, ich hab doch eh genug. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal der Erdbeben. Ich hab doch genug Sternsplitter. Vielleicht kann ich davon coole Orden holen. Ich glaube, wir besuchen in der nächsten Folge mal die netten Merlo, Merlinchen und holen uns ein bisschen Orden. Ordenpunkt habe ich gesagt. Ich mache erstmal den hier fertig. Dann wechseln auf Cooper. Mittlerweile kann ich gut blocken. Zumindest kann man hier noch Erfahrungspunkte. Und dann nochmal den Hammer. Ja, dumm, dumm, dumm. Hier ist eine Röhre und da oben komme ich auch weiter. Versuche ich erstmal da oben zu gelangen. Warte mal, wo geht's hier eigentlich lang? Jetzt auch nochmal lang. Ach, aber von da. Boah. Hey, Mist. So knapp. Warum springst du nicht, Mario? 100 Jahre später. Ich nur um ihre Hand hin. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. So, Erstangriff war erfolgreich. Dann einmal den Erdbeben. Dum, dum, dum. Ja, die kämen kaum noch Erfahrungspunkte. Hier komme ich nicht weiter und hier ist was zum Aufwerten. Oder warte, dann kann ich die vielleicht mit
Ich brauche einen besseren Hammer, aber ich möchte trotzdem wissen, ob ich die aufwerten kann. Vom Bett benutzen kann man die. Nö. Aber hätte ja sein können. Okay, dann muss ich nur gucken, dass ich den richtigen Timing finde. Oder beende ich die Folge an dieser Stelle und mache dann in der nächsten Folge weiter, wenn ich drüben bin? Nö, weil ich es jetzt geschafft habe. Da kam ich hoch. Da ist ein Sternsplitter. Oh, warte, kurz. Das ist ein Paraklumper. Paraklumper sind fiese, geflügelte Gumbas, die in den Tunneln von Tottown leben. Maximal KP 7, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Ebenso wie die Pura-Gumbas verlieren sie ihre Flügel, wenn sie angegriffen werden. Danach sind sie normale Klumbas. Ach Mist. Aua. Au, warum kann ich nicht blocken? Muss ich erstmal hier alle runter? Und hier mache ich dann... Ich kann nicht blocken. Jetzt kann ich blocken. Katze, immer noch weg. So. Okay, dann ist der erste schon mal weg. Darf ich jetzt blocken? Ah, er macht halt eben Kampfschaden. Wenn ich noch blocken würde. Richtig teil könnte, das wäre ein Träubchen. Muss jetzt einmal den Powersprung machen. Und Gumbaria muss jetzt doppelt treffen. Gut, okay, muss doch noch geschafft. Die Mord hat auch einfach kaum noch Erfahrungspunkte. Character. Schaffe ich es noch? Ich schaffe es noch. Oh, das war knapp. Und dann würde ich mal sagen, haben wir doch die Höhle bis zum jetzigen Zeitpunkt. Gut. Komme ich eigentlich mit Paracarry bis zur Röhre? Nämlich nicht. Nö. Gut, dann haben wir das ja bis jetzt dazu gut erkundet. Dann können wir ja in der nächsten Folge weitermachen mit den Nimmernimmerland. Ne? Warum laufe ich immer in diese Stellung? Muss jemand sagen? Muss auch hier durch die Röhre. Flup, flup, flupchen. Hoppöchen. Na, zuerst wollte ich ja zu dem...
Da kann ich potenziell noch runter irgendwann. Gut, dann verlassen wir doch mal die Röhre. Ach, Mist. Mann, das sieht so verdächtig aus. Dann nehmen wir das mit. 10 KP, okay, von kann doch mal ein Rapid weg. Ach Mist. Ich riskiere einfach jetzt ein paar Münzen. Ich habe hier genug. Muss nur hier wieder raus. So. Gut, war jetzt nicht wirklich so eine spannende Folge. Dann gehe ich schon mal Richtung hier hin. Und dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.